Wenn bei Honda die Post abgehen soll, heißt das Zauberwort Type A. Zornesrot, satte 17 Zöller in den prall gefüllten Radkästen und auffällige Seitenschweller. Dem Honda Civic Type R sieht man die Sportskanone wahrlich an. Die im Vergleich zum vanartigen Fünftürer deutlich abgesenkte Dachlinie mündet in einen ausgeprägten Heckspoiler. Nein, scheu die Power, die man hat, auch zu zeigen, müssen sich die Kosmetiker in Hondas Diensten wirklich nicht nachsagen lassen. Innen präsentiert der Civic Type R einen gekonnten Mix aus funktionellem Großseriencharme und sportiven Ornamenten. Den perfekt platzierten Schalthebel mit Aluknauf-Handkühlung hätten wir am liebsten nie wieder losgelassen. In den Recaros sitzt es sich so, wie sie aussehen. Ebenso griffig das Sportlenkrad. Hier erzeugt gleich eine 200 PS starke 2 Liter Vierzylinder-Drehorgel. Klappe zu, Affe aber nicht tot, sondern bereit zur ersten Track-Test-Strapaze, dem Beschleunigungstest. Viel Lärm um nichts ist nicht die Devise des roten Asiaten. Die 200 PS und das maximale Drehmoment von 196 Newtonmetern drücken ihn nach nur 6,9 Sekunden von 0 auf 100. Genauso präsent sind zum Glück die Bremsen mit superfeiner ABS-Abstimmung. Sie zwingen den rasanten Japaner nach nur 37,9 Metern von Tempo 100 wieder zurück auf 0. Wer den schnellen Civic um die Pylonen hetzt, erlebt kein blaues Wunder, sondern eine Menge Spaß. Nur bei schnellem Einlenken schert das Heck etwas aus, was aber durch leichtes Streicheln des Gaspedals sofort korrigierbar ist. Dass bei solchem Wohlverhalten Elche keine Angst vor dem Type R haben müssen, war zu erwarten. Der Unterschied zwischen leer und beladen war zwar spürbar, fiel dank der superpräzisen Lenkung aber nicht negativ auf. In unserem neuen Test auf nasser Kreisbahn hatte der rote Raser zwei Aufgaben zu bewältigen. Erstens, eine möglichst hohe Kurvengeschwindigkeit zu erreichen, zweitens, auf Fahrfehler zu reagieren. Mit Tempo 52 erwies sich der Japaner hier als ausgesprochen flott. Dass für den Civic weder für Geld noch gute Worte ein elektronisches Stabilitätsprogramm zu haben ist, merkt man in dieser glitschigen Umgebung natürlich besonders. Bei Fahrfehlern wie vorschneller Gaswegnahme sind die Lenkmuskeln gefordert. Auf dem Handlingkurs kann dieser Hochdrehkünstler von Motor so richtig seine zwei Gesichter zeigen. Dank VTEC, einer aufwendigen variablen Ventilsteuerung, weht nie ein laues Lüftchen. Ab 6000 Touren tost sogar ein regelrechter Orkan. Gierig nimmt die Maschine jeden Gasfußbefehl entgegen, um ihn sofort in Vortrieb umzusetzen. Hervorragende Partnerarbeit leistet das Sechsganggetriebe. Für jede Drehzahl hält es das passend untersetzte Zahnrad bereit und die Schaltung flutscht auf kurzen Wegen. In der Hierarchie der Rundenzeiten auf dem Handlingkurs erkämpft sich der Civic Type R einen Platz ganz weit vorne. 20,31 Sekunden sind ein extrem guter Wert. Gegen so viel motorische Vehemenz und fahrwerksmäßige Kompetenz ist eben kaum ein Kraut gewachsen. Schon gar nicht zu vergleichsweise günstigen 22.500 Euro.